Wir stehen heute hier, weil wir eingeschränkt sind in unserer Arbeit als Musiker, als Künstler. Wir können nur teilweise arbeiten und bedingt und wenn unter erschwerten Bedingungen. Und es ist so, dass auch viele Einzelhändler hier in Fulda, auch der ganzen Republik, eingeschränkt sind. Denen schwer das Wasser nämlich bis zum Hals. Und manche können nicht mehr, manche haben schon Insolvenz angemeldet. Es gibt viele Läden in Fulda, denen geht es genauso. Und das finde ich einfach schade. Und das nächste Lied, das ist eigentlich von Marius Müller-Westerhagen. Ich habe es ein bisschen umgeändert vom Text her, passend zu der Situation. Hängt alles ein bisschen mit drin, Zwangsimpfung oder Impfung. Je nachdem, das Lied heißt Steht auf. Wenn jemand sagt, du bist zu klein und du hörst nur immer, lass das sein. Wenn dir jemand sagt, du bist nicht schön, kann dir Lust aufs Leben schon vergehen. Wenn dir jemand sagt, viel zu riskant, ich fahr die Wirtschaft lieber an die Wand. Wenn dir jemand sagt, es ist schon okay, dann soll auch er dafür gerade stehen. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Mit dem Koffer kommt der Drogenmann. Schaut sich lächelnd unsere Wunden an, macht uns glauben, dass es uns was nützt, wenn es die Arme spritzt. Sag euch, steh auf, steh auf, steh. Lasst mich endlich frei. Best Guitar. Wenn dir jemand schwört, dass er dich liebt und keine andere Meinung akzeptiert, Entschuldigung, aber willst du es dann glauben oder nicht? Willst du dich entscheiden für das Licht? Steh auf! Steh auf! Steh auf! Steh endlich auf! Steh auf! One more time! Steh auf! Ja, vielen Dank.